was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV natürlich mal wieder und unser Eskilstur hat verloren. 0:1 am Ende hier in Wien bei der Wiener Austria. Man muss sagen, es war generell keine berauschende Partie von beiden Seiten über die ganzen 90 Minuten unserer Jungs. Würde ich trotzdem sagen, sicherlich das schlechtere Team von zwei eher durchschnittlichen Mannschaften. Aber ja, man hat eben die wenigen Chancen, die man trotzdem gehabt hat, nicht genutzt. Und ja, die Austria auch wirklich eine schwache Partie abgeliefert. Holt sich am Ende die drei Punkte, die waren vielleicht eben ums Arschlecken cleverer. Haben halt die eine schöne Aktion dann doch zu Ende gespielt, die zum Tor geführt hat. Und ja, ist halt bitter das Ganze, muss man ehrlich sagen. Also es wäre eine 0-0-Partie gewesen, aber ja. Wir haben uns dann mal am Ende selber mal wieder geschlagen, muss man sagen. Leider zu Unrecht verloren, ich bin traurig, aber egal. Nächste Weg mal Busch. Genau, würde ich auch behaupten. Und ja, ist halt bitter, unterm Strich. Kommen wir zum Spiel, die erste Halbzeit. Größtenteils eher ereignislos. Beide Mannschaften haben sich neutralisiert. In der ersten Viertelstunde nichts so wirklich Relevantes passiert. Dann die erste gute Möglichkeit für Sturm. Ich glaube, Dominguez mit dem Pass auf Barley. Der ist relativ freistehend vom Tor, haut ihn dann aber dann knapp vorbei. Sehr, sehr bitter, aber eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Vielleicht sogar die beste im gesamten Spiel für unsere Blackies zur Führung hier in Wien Favoriten. Danach wieder ein bisschen Leerlauf, so um die 20 Minuten herum. Dann so gegen Ende der ersten Halbzeit wieder Sturm, gefährlicher nach einer Ecke. Aflonitis mit dem Kopfball, der kann aber gut abgelenkt werden über die Latte vom Schlussmann der Wiener Austria. Und dann wenig später noch Koch mit einem Abschluss. Leider glücklos, 0:0 der Pausenstand. Und dann im zweiten Durchgang passiert lange Zeit eigentlich gar nichts. Also die Austria schwach, wir schwach, maximal ein, zwei gefährliche Ansätze bei den Wienern, wo man doch okay von einem halbwegs gefährlichen Abschluss noch so ungefähr sprechen kann, aber eben alles mit Vorbehalt von unseren Blackies leider gar nichts mehr dann zu sehen gewesen. Und ja, dann in der Schlussphase doch ein Tick vielleicht, ein Einzahl mehr, die bemüht hat bei der Austria. Unsere Jungs haben sich für meine Begriffe zu weit zurückgezogen, zu wenig getraut gegen einen wirklich, man hat es gesehen, angeschlagenen Gegner. Und ja, dann in Minute 83, so aus dem Nichts, das 1:0 für die Austrianer. Ein hoher Ball in den 16er, dann ist es, glaube ich, Klein mit der Hereingabe und dann ist es Mondschein, der den Ball irgendwie über die gottverdammte Linie drückt und halt das 1:0 dann für die Wiener macht. Ja, einfach bitter, einfach ärgerlich. Also ein Tor aus dem Nix und dann im Endeffekt die letzten Bemühungen von Sturm auch alle ergebnislos. Desmodov hatte, glaube ich, in der Nachspielzeit noch einen ganz guten, halbwegs guten Kopfball, der aber auch den Weg ins Tor nicht gefunden hat. Und ja, so steht es nach 90 Minuten 0:1. Keiner weiß warum, die Austria nicht, wir nicht so richtig, für mich typische 0-0-Partie. Aber ja, man hat sich eben selber verbockt und ja, jetzt wird es halt auch in Zukunft nicht wirklich leichter werden. Also von dem her ist man heute einfach enttäuscht. Wir treten wieder die Rückreise in schöne Graz an. Und von dem her würde ich sagen, schreibt ihr mir gerne noch in die Kommentare, was ihr zur heutigen Partie sagt. In diesem Sinne, euer Elias, nichtsdestotrotz natürlich auf die Schwarzen! Und bis dann. Ciao, ciao.